Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind immer noch dabei, dieser mysteriösen Person oder diesem Wesen, was auch immer, hinterher zu rennen. Und mal schauen, wo sie uns hinführen will. Mensch, bleib doch mal stehen. Nein, was machst du, Link? Das wollte ich nicht. Du solltest besser aufpassen, Junge. In der Nacht ist es dunkel, also achte darauf, wo du hintrittst. Und vergiss nicht, dass nur wir Ritter von Luftrettern dazu befugt sind, nachts Wolkenvögel zu reiten. Schreib dir das hinter dir an. Yo, sorry, Bro. Ich wollte eigentlich keinen Wolkenvogel reiten. Ich verspreche es. Ich wollte einfach nur diese Frucht aufheben, damit ich wieder Energy habe. Und wir sollen hier runter, ja? Na gut. Oh! Da ist das Haustier des Schuldirektors. Aber es ist böse? Oder so? Oder ist es gar nicht das Tier? Hey, was ist denn? Ist das dämlich? Ah! Drecksi. Komm, geh sterben jetzt. Tschüss. Nein, also das Haustier des Schuldirektors verwandelt sich anscheinend bei Nacht immer in dieses Monster. Ich weiß nicht warum. Ich als Kiddie dachte immer, das wäre einfach nur ein nettes Detail. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendeine Erklärung auch hat. Oh. Ja gut, da ist es auch schon wieder. Ich dachte, wir wären das jetzt erstmal los. Aber nein. Okay, egal. Lassen wir es links liegen und gehen weiter. Und folgen dieser Person. So. Kriegen wir nochmal... Sogar nochmal ein Herz. Boah, und ich hasse das, mit dem Controller zu spielen, weil man muss so unfassbar heftig den Controller drücken. Also die, den Stick in eine Richtung. Ich wollte eigentlich in diesem Part austesten, ob das mit den Joy-Cons funktioniert. Aber ist mir eingefallen, ich bin ja immer noch mitten in der Aufnahme, wo ich mich beziehungsweise, was heißt in der Aufnahme, mitten in dieser Mission hier, wo ich mich allerdings gerade frage, warum wechsle ich denn nicht trotzdem einfach schon zu den Joy-Cons, ich Trottel. Danach können wir doch bestimmt irgendwie frei rumrennen, wenn wir das gemacht haben hier. So. Sorry. Musste mal kurz sein. Ich mag die Steuerung mit den Joy-Cons einfach lieber. Jetzt bleib doch mal stehen, Mensch. Dann sag uns wenigstens, wo du hin willst. Sie ist durch die Wand gegangen? Die Wand ist verschwunden. Hm. Das ist die Rückseite der Göttinnenstatue. Was genau will sie uns zeigen? Statue der Göttin. Was ist das für ein Schwert? Ist das etwa... Hey!
Kannst du uns jetzt sagen, was hier los ist? Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Felix. Gefällt mir. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Na, sprich. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Es besteht Hoffnung? Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Ja, nichts wie Hinder. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Sowas von. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zieh es nun heraus und strecke es himmelswärts. Wie mach ich das? Hallo? Was zum... Ach, ich soll das ganz umdrehen. Ach so. Ah. Da ist das. Das Schwert. Aber was genau ist dieses Schwert? Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Also eine aufgepumpte Version des Schwertes haben wir endlich erhalten. Ja gut, was heißt endlich? Wir haben gerade das Tutorial abgeschlossen, also von daher. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Oh, hör auf. Bringst mich aus der Konzentration. Felix! Kann es denn sein, dass du es bist, Felix? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird? Scheint so. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Aber so ist das. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führender Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbahrung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Aha. Ja, dann hau mal raus. Ich befehle dir, zu erklären. Er wählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten.
In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Ich kann es kaum glauben. Oder Link kann es kaum glauben, besser gesagt, aber... Ach. Gebieter, du wurdest auserwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um diese heilige Maid... Um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Ja, dann los, da hab ich Bock. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Mhm. Juckt? Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay. Und nur mit diesem Steinchen können wir da runter. Na gut. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Okay. Jeet! Und da... ist es auch schon geschehen. Es erscheint eine Säule aus dem Boden. Krasser Scheiß. Was ich allerdings kritisieren muss, was ich nicht so geil finde, genauso wie im... Zum Teufel? Was ist mit meinem Controller? Der Knopf lässt sich sehr komisch drücken. So als ob er irgendwie Touch wäre. Das ist sehr komisch. Naja, genauso wie auf der Wii muss man erstmal das Schwert so ein bisschen nach oben halten und nach so ein, zwei Sekunden hält Link das dann erst wirklich nach oben. Das hätten sie ja besser machen können. Also wenn man das Schwert so hinhält, dass er es dann instant so nach oben streckt. Versteht ihr? Ich denke, man weiß, was ich meine. Finde ich ein bisschen schade, dass das hier nicht geändert wurde. Und von der Statue der Göttin erscheint ein Lichtstrahl, welcher die Wolkendecke teilt. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen können. Was wäre passiert, wenn man einfach runterfällt? Stirbt man dann einfach, oder was? Wenn man durch die Wolken fällt? Oder kommt man ab der Wolkendecke nicht weiter? Fällt man dann quasi so in der Luft? Also schwebt quasi über dem... über der Wolkendecke. Sehr komisch, sehr kurios. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du pass... Was? Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Du meinst, das Wolkenmeer hat sich an einer Stelle geöffnet. Naja. Dort musst du hin. Ach, wirklich? Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke Pfeil nach unten, um mich zu rufen. So. Ein paar Worte zu... Ja, okay. Machen wir gleich. Felix, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind,
dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Felix. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch, ich weiß es. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Das tue ich. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Felix. Das klingt schwierig, ich werde es schaffen oder ich will nicht. Ich werde es schaffen. Obwohl es schwierig klingt. Ich will dir glauben. Hab Dank, Felix. Ah, kein Problem, Bro. Es wird schon hell. Die Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Felix. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise, legendäre Reise, wollte ich sagen. Was nicht ganz verkehrt ist, aber steht da nun mal nicht. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut ausgerüstet. Egal, ich sag das jetzt trotzdem. Am besten du ziehst es morgen gleich an. Alles klar. So, und jetzt ein paar Worte zu Fei. Darf ich reden? Oder wird nochmal mit uns gesprochen? Ja, anscheinend wird nochmal mit uns gesprochen. Dieses Outfit hier im Game ist so verdammt geil. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Felix. Danke. Ich finde das Gewand auch sehr nice. Ist mega sick. Pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Same. So, und der Knopf ist immer noch komisch. Aber was soll's. Können wir das Schwert ziehen? Nein. Ja. Erstmal nochmal, bevor ich zu Fall komme, zum Schwert. Ich dachte gerade, da wäre das Master Sword, wo ich dann so dachte, kann eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, das Master Sword existiert hier in dem Spiel. Ich glaube, es ist sogar bei mir im Thumbnail zu sehen. Mal schauen, wann wir das kriegen werden. Ich kann mich nicht mal hundertprozentig an das Spiel erinnern. Also wird es trotzdem sehr spannend für mich, das zu zocken. Also es ist nicht einfach so, ja, Walkthrough und dann, ich weiß schon alles und so weiter. Nein, ich kann mich an das Spiel erinnern, aber eben nur noch grob. Felix! Und ja, der bekommt jetzt auch eine Mädchenstimme. Mir egal. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist nicht... Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Nö, stimmt. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während eines Abenteuers finden wirst. Oh, sick. Danke, Mann. Das ist eine Abenteurertasche. Wirklich? Darin kannst du bis zu 4 Items erstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Felix, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Same. So. Und jetzt ein paar... Machen wir gleich. Ist egal. Wie? Du bist als Einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz alleine. Ah. Okay, wenn du meinst. Gehen wir raus. Kein Bock auf die Spinner. So, darf ich jetzt reden? Ja? Alles. Ja, okay, dann.
man kommt in diesem Spiel am Anfang so wenig zum Reden, weil alles passiert so nacheinander. Sorry dafür. Felix, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert. Aber ein Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Ach was, kriegen einen geschenkt? Okay, das weiß ich auch nicht mehr. Du hast den Holzschild erhalten. Er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben. Hält aber nicht viel aus, außerdem kann er Feuer fangen. Wenn ein Schild zerstört wird, kannst du dir im Bazar einen neuen kaufen. Du kannst den Schild ausrüsten, indem du R gedrückt hältst und den gewünschten Schild auswählst und R wieder loslässt. Wenn du nicht weißt, wie du mit einem Schild umgehst, frag am besten den Schwertmeister in der Übungshalle. Er kann dir sicher viel beibringen. Na gut, dann rüsten wir das Ding mal aus. Ach ja... Okay. Ich hatte erst überlegt, zum Schwertmeister zu gehen. Aber ich glaube, das lasse ich. Einfach weil, keinen Bock. Und stimmt, das Ding kann ja auch so einfach kaputt gehen. Nicht wie in Twilight Princess, wo man ein Schild bekommen hat, der nicht kaputt gehen konnte. Halt nur von Feuer. Gebieter, die Steintafel, die du gestern eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Sollst du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir, im örtlichen Bazar ein Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Wir haben gerade ein Schild geschenkt bekommen. Okay, also entspann dich mal. So. So, ich denke, jetzt kann ich endlich... Ich hab ihn umgebracht. Ich hab den Schmetterling umgebracht, das wollte ich nicht. Wollte ja einfach nach ein paar Rubinen suchen. Ja gut, was soll's. Der Schild kann anscheinend kaputt gehen, nicht so wie in Twilight Princess. Da hat man auch einen Schild bekommen am Anfang, welcher nur durch Feuer zerstört werden konnte und den es nur am Anfang gab. Also wenn er kaputt gegangen ist, konnte man so ein Schild nicht wieder bekommen. Man konnte zwar einen Holzschild nochmal kaufen, aber der sah dann anders aus als der, den man bekommen hat. Also war der einzigartig im Spiel. Eigentlich wollte ich diesen hier jetzt auch behalten, aber wenn er sowieso kaputt gehen kann, finde ich das nicht mehr so wichtig. Beziehungsweise, kann auch sein, dass man genauso ein Schild nochmal kaufen kann. Was ist denn das? Was sehen meine Augen? Junger Freund, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Vertraue meinen sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Und die Musik in dem Bazar ist so geil, Mann. Ich liebe die Musik. Und bei jedem Stand verändert sich die Musik, je nachdem, wie es zu dem Stand passt. Ziemlich geil. Ziemlich gut gemacht alles. Und jetzt nochmal zum Schild. So. Genau. Hier können wir nochmal genau denselben Schild kaufen. Und weswegen ich es auch als nicht so wichtig empfinde, den Schild zu behalten, er nimmt einen Platz im Inventar weg. Sehr schade. Hier sehen wir es. So. Wir haben 4 Plätze und der Schild nimmt einen Platz weg. Und ja, wir haben halt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Und hier, der Typ, der ist richtig hyped, uns was zu verkaufen. Das finde ich mega witzig. Und wenn man weggeht, dann ist er mega Depri. So, reden wir mit ihm. Ein Kunde, welch freudige Überraschung. Kommt, tretet näher.
In diesem Itemladen findet ihr alles, was das Abenteuerherz begehrt, werter Herr. Werft einen Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Einkaufens habt, stehe ich jederzeit zu eurer Verfügung. Sag mal, wie kauft man eigentlich ein? Ich bin blöd und weiß das nicht. Es ist mir ein Vergnügen, euch alles genauestens zu erklären. Stellt euch vor einen Gegenstand und drückt A. Sollte euch der Gegenstand gefallen, dann könnt ihr ihn kaufen. Okay. Ich weiß noch, irgendwo gibt es eine Passage, wo man... Junge, ich will doch was kaufen. Aber nicht die Pfeile, glaube ich. Euch bin untröstlich. Ihr besitzt keinen Bogen, genau. Stimmt. Kann man auch gar nicht. Ah, es tut mir leid, aber ihr habt keine Schleuder. Ah. Na gut. Können wir wenigstens Bomben kaufen? Ihr besitzt keine Bombentasche. Ja, okay. Na gut. Und hier ändert sich, wie gesagt, immer die Musik. Da drüben übrigens auch, aber da gehen wir gleich erst hin. Erstmal reden wir mit dir. Hallo. Bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Itemlager nutzen? Nö, nee, erstmal nicht. Soll mir recht sein. Aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du ja auch etwas zu erledigen hast, ja? Mensch, was ist los? Kann ich dir helfen? Hast keinen Bock auf deinen Job? Ist schlecht bezahlt, oder was? Na. Ist kacke. Ich weiß. Gebieter Felix, diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Genau, hier gibt's die Truhe. Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Mhm. Und... Das kommt auch erst sehr viel später. Ihr könnt gespannt sein. Und hier ist so ein bisschen alles Steampunk-mäßiger, also die Musik. Die geht mehr ab. Die ist halt eher so tüftelmäßig unterwegs. Man hört es auch schon im Hintergrund. Der Beat, der etwas metallischere Beat und so weiter. Echt ganz geil gemacht. Hat mich immer mega gehypt hier in dem Game. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Haben wir... was? Okay, der Schild kann verbessert werden. Hart. Verstärkter Holzschild. Abwehrkraft ist erhöht. Okay. Aber wir haben keinen Glibber. Hey, Freundchen, du musst noch ein paar Schätze mehr sammeln, damit ich das Item verbessern kann. Aber vielleicht findest du ja noch was. Ach, warum denn das? Sei kein Spielverderber. Na, was soll's. Komm wieder, wenn du es anders überlegt hast. Und der Typ, den feiere ich auch ziemlich hart. Er ist immer bemüht, uns zu helfen. Hat immer Bock, was zu basteln. Ziemlich geil. Feiere ich ab. Und mich wundert es auch gerade, dass wir keinen Glibber bekommen haben, ehrlich gesagt. Aber gut. So. Untersuchen. Ja. Hallo, mein Schöner. Du hast ja gar keine leere Flasche dabei. Ohne leere Flaschen gibt's keinen Trank. Wenn du willst, erkläre ich dir das nochmal genauer. Nö. Ja. Ach so. Ach ja, okay. Ja, okay, okay. Ich dachte, wir können uns das wenigstens erklären lassen, was der Trank macht, aber na gut. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Sagen wir mal einfach, ja, hier. Du kannst leider keinen Trank verfeinern lassen, weil du, naja, du hast keinen Trank. Schau auch mal bei meiner lieben Frau Xia vorbei, wenn du Tränke kaufen willst, ja? Mit ihr können wir reden. Kriegen wir von ihr die erste Flasche? Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt kein Herztrank... Wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen Trank bei sich tragen. Du hast gar keine leere Flasche. Ich kann leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in denen du den füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher.
Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen, also passt mir ja gut darauf auf. Ja, geil! Wir haben eine Flasche erhalten. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteurertasche, drücke R, um einen Blick darauf zu werfen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Genug der Erklärung. Willst du was kaufen? Also ich werde jetzt nicht schauen, was genau die Dinger machen. Der hier füllt unser Stamina auf, der hier unser Leben. Aber bei den anderen weiß ich es nicht, also schauen wir mal. An dem Rezept für diesen Trank arbeite ich noch, mein Guter. Warte doch, bis es fertig ist, ja? Oh, okay. Und der hier? Das hier ist ein Wundertrank. So etwas Großartiges bekommst du sonst nirgendwo. Schmier ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Und nicht nur das, aber werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Na, das ist doch ein Kauf wert, oder? Ja, gerade nehme ich den aber noch nicht. Sag mal, was soll das? Treib's ja nicht so weit, junger Freund. Und das hier? Oh, das hier ist ein Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du erleidest. Cool. Er ist etwas teurer. Was zum Teufel? 200 Rubine? Sorry, aber ich habe nicht so viel Geld. Was soll das? Ich habe nicht so viel Geld. Wir nehmen hier aber den Wundertrank. Ich denke, der wird uns ziemlich hilfreich sein. Ich meine, Schild repariert und 4 Herzen aufgefüllt. Mega sick. Wir greifen einfach rein, ey. Halt's mal. Ja, gut. Er füllt deine Schildanzeige wieder komplett auf und gibt dir außerdem 4 Herzen zurück. Vielen Dank. Vergiss nicht, wenn du einen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Ja gut, möchten wir aber nicht, weil wir haben sowieso nur 6 Herzen. Und ich denke, der Schild wird komplett wiederhergestellt, wenn wir den einsetzen. Also brauchen wir ihn gar nicht verfeinern. Na gut. So, dann schauen wir mal. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar keine Zeit mehr. Ja gut. Ich sag trotzdem noch kurz was, während wir da hinten auf den Hauptplatz gehen. Zu Fei. Viele sagen, das ist der nervigste Assistent in je einem Zelda-Spiel. Aber ich finde, sie ist der beste Assistent in je einem Zelda-Spiel. Keine Ahnung, ich mag sie irgendwie. Und sie hat auch immer gute Tipps auf Lager. Nicht so wie Navi mit Dingen, die man sowieso schon gewusst hat. Also, weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich mag sie. Nur, dass ihr schon mal wisst, wie ich sie finde. Schau doch mal dort oben, das ist Terrys Laden. Ich habe gehört, dort kann man sogar Schmetterlingsnetze kaufen. Ich will auch so eins, wenn ich doch nur etwas hätte, um an der großen Glocke des Ladens läuten zu können. Ich bräuchte wohl irgendwas, mit dem ich in die Luft schießen kann. Ah, okay. Na gut. Das hört sich nach der Schleuder oder nach dem Bogen an. Haben wir aber noch nicht. Und ich denke, den werden wir im nächsten Part dann erst bekommen. Gebieter, von hier aus kannst du die Lichtsäule erblicken. Ja, das weiß ich. Spring nun in diese Richtung ab und ruf deinen Wolkenvogel. Bitte mache dich nun auf die Suche nach Zelda. Drücke Pfeil nach unten, um deinen Wolkenvogel zu rufen, nachdem du abgesprungen bist. Ja, weiß ich schon. Danke, Fei. Ah gut, das ist vielleicht ein bisschen nervig, wenn sie Dinge doppelt sagt. Klar, gebe ich zu. Aber was soll's? Im nächsten Part werden wir uns dann unter die Wolkendecke begeben und ins Erdland runterfliegen. Das Erdland betreten, wollte ich eigentlich sagen, aber naja, was soll's? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich habe schon mega Bock. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part wieder ein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Und ciao.